So, dann lasse ich nämlich das Bett lieber mit. Ah. So, dann bauen wir hier erstmal die Weiche. Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass da irgendwelche Monster kommen. Bauen wir erstmal die Weiche. Also die müssen ja jetzt, die Weiche hat ja auf der Schrägen. Hat sie ja. Das muss noch einen höher. Oder? Der ist schon ganz in Ordnung. Auf der Schrägen hat sie Antriebsschienen hier. So. So, dann machen wir hier mal die Kurbeln. Und jetzt kommt hier, wenn wir das erstmal alles aushöhlen. Da seht ihr jetzt mal wieder, wie man eine solche Weichenanlage gebaut. Das Grundmuster ist von Iruini und seinem ja, von seinem bekannten Freund, Kumpel, Kollegen, was weiß ich, Power. Also der hat ihm das mal vorgeschlagen. Dieses Stationsdesign, was ich da hinten habe, so. Und dieses Weichendesign hier, da hat er sich was anderes überlegt. Und ich bin dann auf sozusagen, wenn man so will, diese Powersche oder heroinische Version einfach weitergegangen und habe das im gleichen Stil gemacht. Darf ich jetzt mal was essen? So, dann gucken wir mal. Hier kommt also jetzt dann der Hebel hin, den ich mitgenommen habe. So, das wird dann eine zusätzliche, das wird keine Station, sondern nur eine Weiche. Also hier wird man nicht ein- und aussteigen können. So, da wird also schon mal die Weiche, haben wir schon mal eingerichtet. Das geht also relativ simpel. Simpel. Und jetzt gucken wir mal, ob das andere auch so simpel ist. Hallo, lässt du mich da mal hoch? So, da müssen wir hier so ein bisschen rein. Denn wir müssen hier vier Knöpfe hinbauen. Moment, ich muss hier doch einen zurück. Hier an dieser. So, sollte das jetzt dann aber funktionieren, dann muss ich Knöpfe haben. Ach, so, wie geht denn das mit den Knöpfen? Kann ich hier auch Bruchstellen nehmen? Nee, da muss ich Holz. Ah, jetzt habe ich das vergessen. Knöpfe vergessen. Okay, das ist natürlich Mist, weil das ohne Knöpfe nicht geht. Und jetzt komme ich auch gar nicht zurück, weil ich hier ohne Knöpfe gar nichts machen kann. Also der Wagen ist jetzt schon mal zum Beispiel da blöde abgestellt, aber ist egal. So, das war die Powerrail. Ach so, da muss ich ja auch noch Redstone-Blöcke. Okay, dann machen wir hier mal Licht nochmal hin. Da oben ist doch Licht eigentlich. Aber machen wir da nochmal was hin und da nochmal was hin. Und dann holen wir mal Knöpfe und Redstone-Blöcke. Die brauche ich ja auch noch, um die Powerrails zu bepowern. Wieso ist das hier so dunstig und diesig? Ist das auch, wenn ich F3 ausmache? Ja. Irgendwie Luftverschmutzung oder was?
Nee, halt hier rum. Dann gehen wir mal hier lang. Ins Lager. Mein Gott, es blendet hier. Gleißende Mittagssonne. Da brauchst du jetzt gar nicht mehr in den Himmel gucken, wenn das so blendet, ist es Mittag. So, was wollte ich haben? Redstone und Knöpfe. Ich brauche also drei Knöpfe, da sind sie schon. Und ich brauche ein bisschen mehr Redstone als die zwei. So, nehmen wir mal den Redstone mit. Dann haben wir hier noch Kobbel. Ei wieder mal. Weg damit. So. Dann müssen wir wieder zurück. Mal sehen, wie oft ich noch hier hin und her laufen muss. Ah, das sieht natürlich toll aus hier im Shader. Ehrlich gesagt. So, dann gehen wir hier mal durch. Im Moment leckt es auch nicht. So, jetzt wollten wir Knöpfe. Na, machen wir mal das Ganze. Was ist da hinten? Ah, das ist die nächste Hauswand da. Oder die nächste Wand, besser gesagt. So, dann dachte jetzt, da wäre irgendwie so ein Untier oder was. So, das ist das. Und da muss ich noch mal durch, wahrscheinlich. Das hier müssen wir auch mit diesem Sandstein machen. Im wirklichen Leben hat der Sandstein verschiedene Farben. Also hier bei Minecraft ja nur diesen hellen. Quatsch, es gibt hier jetzt auch roten. Was erzähle ich denn da? So. Okay. Das müssen wir noch mal wegmachen. Denn hier kommt jetzt ein Knopf hin. Erstmal testen, das funktioniert also. Dann kommt hier ein Knopf hin. Oder machen wir den hier hin, mal gucken. Reicht das? Nee. Das ist zu weit weg. Dann müssen wir den also hier hinsetzen. Zack. Okay. Hier kommt der nächste Knopf hin. Ach, ich brauche vier Knöpfe, stelle ich gerade fest. Mann. Okay, dann machen wir erstmal nur mit drei Knöpfen. Machen wir es erstmal nur mit drei Knöpfen. So, und dann müssen wir hier innen verkabeln, hier hinten verkabeln. Und zwar von diesem Ding dann. Also ich nehme doch mal lieber hier eine Fackel in die linke Hand. Das ist wirklich besser. So, dann müssen wir nämlich jetzt hier runtergehen und dann komme ich da jetzt soweit nicht rum. Okay, aber hier habe ich mir einen Ausgang gelassen. Also hier wird nämlich jetzt dann Huch. Du musst da weg. Du musst dahin. Da wird also hier jetzt Redstone angelegt, ja. Hier kommt noch mal Sandstein hin.
Quatsch. Erstmal muss ich um die Ecke. So, und dann Sandstein. Dann geht das hier hoch. Geht dann da an den Knopf. Hier geht es wieder runter. Und hier geht es dann hier hin. Und hier kommt dann das Ding hin. So, das heißt, wenn ich jetzt hier Sandsteinblock hinpacke, dann haben wir diese beiden Schienen angeschlossen, ne? Ja, okay, wunderbar. Und der Knopf ist dann nur für diese Schiene da. Wunderbar. Hier haben wir auch noch. Ach, hier habe ich. Doch, da ist doch geleuchtet. Da brauche ich ja diese Dinger gar nicht mehr. Die waren nur provisorisch da dran. Hier kann ja eh nichts spawnen. So, dann müssen wir natürlich noch hier unten hin. Also, da gehe ich mal hier hoch. Dann gehe ich mal hier rein. Wir müssen also dann hier hin. Ah, das ist jetzt schlecht. Da mache ich mir mal den Sandstein dahin. So, dann müssen wir nämlich hier dran. Dann müssen wir hier unter der Strecke durch. So, ich glaube, das könnte jetzt klappen. Wir müssten uns, glaube ich, wieder ins Bett legen. Denke ich mal. Machen wir das doch mal schnell. Wo habe ich das Bett? Hier in der Hand. Jo.